Hallo Leute, was geht ab? Hier ist euer Krankrafter und heute gibt es eine Folge Minecraft Galaxy. Bevor ihr euch wundert, warum ich hier auf meinem Drachen starte und nicht irgendwie im Startmenü oder so, ich habe gerade Ewigkeiten rumprobieren müssen, wie ich auf den Server komme, weil irgendwie hat es nicht so funktioniert, wie es sollte. Und ja, ihr hört vielleicht, es ist niemand anderes dabei. Das liegt daran, dass ich heute eine Folge alleine aufnehme. Wer hat es gedacht? Und ja, es ist halt so, Zeronic hat schon aufgenommen, weil mit dem bin ich jetzt sowieso gerade ein bisschen am Haus bauen. Ich muss mal gucken, ob er schon irgendeinen Fortschritt gemacht hat. Aha, er ist hier gerade am Aushöhlen. Und ja, da habe ich mir gedacht, wenn Nacht ist, farme ich mir ein bisschen Gunpowder, dass ich Munition habe. Müssen wir erstmal so eine provisorische Brücke reinbauen. Wenn Nacht ist, farme ich mir Gunpowder, dass ich Munition habe, wie gesagt. Und dann werde ich mir nebenbei vielleicht so ein paar Möbelchen schon mal zusammen craften. Es gibt ja hier diesen den kleinen Trick. Ich muss erstmal wieder. Ich war nämlich gerade auf dem auf meinem. Achso, okay, ich bin sogar im Recipe Mode. So. Oder warte, kommt man in den Recipe Mode, wenn man drauf drückt? Ich weiß gerade gar nicht. Okay. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte mal schauen, so. Furniture Mod heißt der nämlich. So, oder? So heißt es, nicht Furniture. Ich hatte nämlich Caps Lock gerade noch drin. Wooden Chair. Okay, so craftet man sich die Dinger. Das ist relativ simpel. Ich glaube, ich werde mir jetzt einfach mal einen hinpacken, dass das nicht so komplett, komplett behindert aussieht, dass die Leute nicht denken, dass ich gar nichts am Start habe. Und dann mache ich das Ganze jetzt einfach mal. Ich werde jetzt einfach lässig da dran gehen. Da unten wohnt Tim und alle. Hier kommt mein Haus hin zusammen mit Zeronic. Wir wollen ja uns zusammen was Kleines aufbauen. Und ja, ansonsten könnte ich mir vielleicht, wenn ich es denn schaffe, ich glaube aber, das wird eher nichts, diese Folge, könnte ich mir noch ein Enchanting Table zulegen. Und dann wird es auch schon losgehen eigentlich. Mit was? Es wird ja diese PvP-Events unter anderem geben, wo ihr euch auf jeden Fall sehr drauf freuen könnt. Da werden zwei Leute aus unserer Fraktion gegen zwei Leute aus der gegnerischen Fraktion antreten. Luca hat auch schon was Schönes gebaut hier. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall ziemlich drauf, auf diese Battles, weil endlich habe ich da mal so die Möglichkeit, mich mit so ein paar anderen YouTubern zu messen. Ich spiele ja so eigentlich ganz gern schon mal, das packe ich mir jetzt mal hier hin, den Stuhl. Ich spiele ja so ganz, oh, das sieht schön aus. Kann man sich da hinsetzen? Unfortunately, sitting is temporary. Please stand by. Oh, I'm punny. Ah, okay, ich verstehe gar nichts, was die da schreiben. Aber ich mache mir jetzt schon mal so eine kleine Ecke hin zum Chillen. Norbert ist ja auch schon dickstens am Relaxen. Oder, ach, das ist ja cool. Ist das so eine bessere Kiste? Ich wollte mir auch mal diese Kiste machen, die Stegi auch hat. Die wollte ich mir auch mal zulegen. Wie ging die noch gleich? Oh. Okay, so Ronic hat sich ein paar Diamanten zugelegt, aber ist auch nicht weiter schlimm. Ich habe sie mir erlaubt gehabt. So, man brauchte, glaube ich, das hier. Dann hat man die Dinger so hingepackt. Ups, noch mehr Sticks. Ich verpeile es gerade ein bisschen. Das ist auf jeden Fall meine erste Folge alleine. Zu den Fragen möchte ich dann auch noch gleich kommen. Und so ging es doch. Verdammt. Verdammt, ich habe es verpeilt, Mann. Ich habe eigentlich auch kein. Wobei, ich muss jetzt mal schnell nachschauen. Ich weiß leider gerade nicht genau, wie das Ding heißt. Deshalb muss ich mal eben Walking Chess oder sowas googeln. So, walking bla 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 bla, the chest that follows you. Mann, beeilt euch doch, ich habe keinen Bock für so ewige Tutorials durchzulesen. Ich will einfach so diese, Luggage. Luggage heißt es, glaube ich, oder nicht? Ich muss schnell gucken. Tut mir leid, dass ich jetzt ein bisschen schlecht vorbereitet bin, aber ja, das dürfte eigentlich relativ flott gehen. Luggage. So, verdammt, komm schon, ich find's echt, ach, wisst ihr was, ist mir jetzt wurscht, ich mach's einfach in der nächsten Folge und besorg mir jetzt hier nochmal so ein paar weitere Grundsachen, upsa, hier zum Beispiel, dass ich dann irgendwann auch mal anfangen kann mit Tinker's Construct, das ist ja auch immer
so eine Sache hier, fehlt mir noch der Stencil Table. Ich habe mich in alle Sachen so ein bisschen grob reingelesen, also ich kenne mich nirgendwo wirklich gut aus, aber ich habe mich halt überall so ein bisschen eingelesen, dass ich eine grobe Ahnung habe, und dann werde ich mir jetzt einfach hier die Grundlagen schaffen und dann bin ich auch ready, irgendwann richtig loszulegen. Packen wir das mal dahin und dann hier dieses Stencil drauf. Warte, so ging das, glaube ich. Ach nee, man muss das da reinpacken. Upsala. Man muss das da reinpacken irgendwann. Aber ich fange jetzt sowieso noch nicht damit an, sondern mache mir die Sachen erstmal. Ich habe gerade, glaube ich, mit der AK gerade geschossen. Man hat einfach wieder gar nichts gehört. Oh, jetzt hört man es hier sogar. Ein Wunder. So, dann lese ich mir jetzt hier mal ein paar Fragen durch. Upsala. Und beantworte die erstmal. Und zwar, das ist jetzt so, ihr seht ab und zu jetzt dieses Menü da, weil ich halt nur einen Bildschirm habe, sonst wäre das gar kein Problem. So, ey, du dummer Twitter-Huansohn. Alles klar, jetzt bin ich endlich da, meine Freunde. Erste Frage, rauchst du und was hältst du vom Rauchen? Eine Frage, die wahrscheinlich so oft gestellt wird an unterschiedliche YouTuber, weil halt jeder die Frage unterschiedlich beantwortet. Also ich rauche auf jeden Fall nicht. Ich habe einige Freunde, die rauchen, und ich mag das nicht so gerne. Also mit Rauchen macht mir eigentlich nichts anderes, als ja, dass man sich halt irgendwie, dass man sich ein bisschen schadet so gesundheitlich. Und ich persönlich kann zumindest das Zigarettenrauchen nicht ganz nachvollziehen, weil... Okay, das muss sein, meine Freunde. Ich kann das nicht ganz nachvollziehen, weil es ist halt Zigarettenrauchen. Und ich habe es einmal probiert. Zigaretten schmecken echt scheiße, meiner Meinung nach. Und eine andere Sache ist für mich so ein bisschen so Shisha, E-Shisha und sowas, dieser ganze Kram. Der hat so ein bisschen Schmeck, da kann man vielleicht argumentieren, so ja, Rauchen ist so Genuss und alles, aber irgendwie ist es doch nicht so das, was man machen sollte jeden Tag und sowas. Und deshalb würde ich einfach sagen, so mein Tipp an euch ist einfach, lasst da bloß die Finger vom Rauchen, weil das ist schweineteuer. Ich habe einige Kumpels, die rauchen, und es ist schweineteuer und ihr habt halt wirklich nichts davon. Also ihr könnt dann in irgendwelchen Pausen, könnt ihr euch im Winter den Arsch abfrieren, weil ihr unbedingt eine Kippe braucht nach irgendeinem Tag oder so eine Scheiße. Und ja, also meiner Meinung nach ist das halt ist nichts Wichtiges und eigentlich ziemlich Schwachsinn, dass man raucht. Gibt natürlich Leute, die, also ich würde jetzt sagen, wenn man findet, dass Rauchen krass schmeckt und sowas, dann soll man es von mir aus soll man das dann machen. Aber es ist jetzt echt nichts Erstrebenswertes. Also man sollte nicht sagen, so, boah, ich muss unbedingt rauchen, weil das ist halt immer das Gefährliche bei dieser Tabakindustrie, dass die Leute denken, dass das Rauchen cool ist. Und das ist dann ein bisschen doof immer. Moment, wie lange habe ich noch? Ich muss kurz ausrechnen. Etwa 10 Minuten. So, alles klar. Da fragt die Letizia, was macht dich an YouTube glücklich? Denkst du, eine Freundschaft zwischen einem Fan und YouTuber ist möglich? Die passt im Moment sehr, sehr gut, die Frage, weil YouTube ist im Moment einfach geil bei mir. Also ich freue mich jeden Tag wieder aufs Neue, wenn ich irgendwas Neues, wenn ich irgendwelche neuen Kommentare lese oder sowas auf YouTube. Weil in letzter Zeit ist es halt einfach so, durch Galaxy gucken mega viele Leute meine Videos. Und das ist halt das, was jeder YouTuber irgendwie möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass Backdraw, was hat mir da für ein Ding gecraftet? Da sind zwei Kisten drin und man hat 3x3 irgendwie, also lohnt sich nicht so ganz. Also jeder YouTuber freut sich halt darüber, wenn Leute mit ihm schreiben und sowas in den Kommentaren. Und das ist halt einfach so für mich auch das, was cool ist an YouTube. Und da das halt in letzter Zeit relativ viel ist bei mir, freue ich mich auch in letzter Zeit, also bin ich in letzter Zeit viel zufriedener, sage ich mal, mit YouTube, als ich es davor immer war. Also insofern ist eigentlich doch jeder YouTuber schon so ein bisschen klickgeil, falls das irgendwelche schreiben, aber halt nicht, weil er damit klickt. Wow. Nicht, weil die YouTuber damit Geld machen, sondern halt einfach, weil es einfach geil ist mit diesen ganzen Zuschauern und sowas, die eigentlich echt alle korrekt sind, aber natürlich nicht komplett alle.
also wo die mehr, Mehrheit korrekt ist, einfach mit denen immer zu chillen und sowas. Oder was ich auch mal mache, ist einfach mit Abonnenten eine Runde zocken, auch wenn ich die treffe, irgendwie auf Gomhd oder so. Und ja, also ich finde, es ist einfach geil, dieses ganze YouTube-Ding, dass man auch die anderen YouTuber kennenlernt. Und das macht mich an YouTube glücklich. Und das ist auch einfach wirklich, also wenn ihr sowas feiert, solche Community-Sachen und sowas, dann ist wirklich YouTube eine geile Sache, weil es gibt wirklich immer Leute, die einem helfen und so. Klar, es gibt auch immer irgendwelche Menschen, die irgendwie Beef haben oder sowas, aber da zähle ich jetzt weniger dazu, weil ich habe einfach kein Interesse daran, Beef zu haben, weil YouTube ist für mich eine komplette Spaßsache und dann beef ich mich da auch mit niemandem. Und ja, das ist also eigentlich schon die ganze Geschichte. Ein paar Creeper jetzt übrigens slayen für ein bisschen Munition für meine AK. Und dann haben wir eigentlich soweit schon einiges geschafft. Wir haben uns, na eigentlich haben wir einen Scheiß geschafft. Wir haben uns die ganze Zeit irgendwelche behinderten Sachen gecraftet. Aber irgendwie finde ich die Sachen ganz cool. Ein Vogelbart, Cooling Pack. Ist mein Norbert da? Ja, der chillt da vorne, so wie sich's gehört. So. Alles klar, dann kriegt der jetzt auf den Schnauze. Ich habe übrigens gesehen, dass wie wirklich alle Leute bei Concraft in die Kommentare geschrieben haben, ey, Krani, hat ihr die Weaponsbox hingestellt? Finde ich auf jeden Fall korrekt von euch. Ich wollte mir auch nochmal eine Zweitwaffe bauen, nämlich die P90, weil die hat ziemlich viel Munition. Der hält die ganze Zeit hier meinen Gunpowder in der Hand. Eine P90 wollte ich mir craften. Und dafür braucht man so eine Lehm-Sand-Mixtur, die man halt zu Fieber... Och Mann. Die man zu Fieberglas verarbeitet. Und da könnte ich halt auch mal schnell einen Blick drauf werfen, ob ich hier irgendwo Fieberglas finde. Es gibt nämlich bestimmt einiges hier. Strawberry Seeds kann man nicht direkt essen. So, leider ist es unter Wasser immer sehr, sehr dunkel mit dem Shader. Ich gucke mich jetzt hier einfach mal um. Sand ist das alles. Man hat ja zum Glück dieses Ding, was anzeigt. Man ist trotzdem relativ langsam im Wasser. Das ist nicht wie wenn man im Gamehot unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall auch gut zu wissen. Das Texture Pack kenne ich übrigens nicht so super gut, weshalb ich. Oh, das. Ui. Da fliegen ein paar Kokosnüsse in der Luft. Lässt du mich mal in Ruhe, Digga. Okay, das ist das Inventar. Wir haben die letzten Munitionssachen und so haben wir eigentlich alle komplett unnötig verbollert. Aber es ist einfach trotzdem voll cool, weil ich feiere das. Also mir macht das mega Spaß und dann, ich meine, ich fahre mir Telefon. So, da bin ich wieder. Ich wurde gerade angerufen auf dem Handy während der Aufnahme. Aber es ging um meine kleine Schwester und das hat natürlich Vorrang. Da kann man auch mal während der Aufnahme dran gehen. So, weshalb ich mir das gerade geholt habe. Ich habe mir überlegt, ich könnte eigentlich mal ganz spontan in einer der nächsten Folgen, denke ich jetzt mal, in diesem Tropicraft-Ding vorbeigucken. Die Welt kenne ich ja schon wegen Zeronic. Wir beide haben ja schon ein Tropicraft Let's Battle gemacht. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr auf jeden Fall mal da vorbeischauen. War sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, lohnt sich dann nochmal vorbeizugucken. So, die paar Schüsse haue ich jetzt auch noch schnell weg. So, dann ist mein AK jetzt leer. Und ich kann mir neue Sachen craften. Was ist hier passiert? Haben da Minions gearbeitet oder ist es einfach eine natürliche Höhle? Es scheint eine natürliche Höhle zu sein. Aber da war schon jemand drin. Die Folge ist nicht so produktiv, aber es macht mir irgendwie trotzdem Spaß. Ich wollte nochmal schnell ein Thema anquatschen. Ich habe überhaupt keine Angst, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie lang die Folge ist, weil ich davor schon ein bisschen was aufnehmen musste, wo ich nicht auf den Server gekommen bin. Und ja, eine Frage beantworte ich noch schnell. Hast du Erfahrung mit penetranten Fans oder Fangirls gemacht? Okay, habe ich das gemacht? Also ich weiß, ich bin auf einer relativ großen Schule und da sind immer wieder irgendwelche Leute, die meinen, so mich irgendwie in der Pause rufen zu müssen oder sowas, wo ich einfach nur am Chillen mit meinen Kollegen bin und sowas und ich habe einfach keinen Bock, mein Real Life mit YouTube zu verbinden. Und wenn ich dann so unterwegs bin und die ganzen Menschen rufen so, hey, Krankrafter, und ich bin einfach, wenn ich so normal rumlaufe, dann bin ich kein fucking Krankrafter, sondern dann bin ich einfach ich selbst und dann habe ich auch noch was mit den Leuten zu tun, mit denen ich was zu tun haben möchte.
Anders ist das, wenn ich jetzt sage, wenn ich irgendwo in der anderen, also es geht mir eigentlich nur in der Schule so ein bisschen auf den Sack, auf gut Deutsch. Woanders ist mir das eigentlich ziemlich egal. Also wenn ich irgendwo in der Stadt angesprochen werde oder so, aber es ist halt immer eine Sache, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin, weil die wissen zwar alle, dass ich YouTube mache und die Mehrheit, also eigentlich jeder findet es auch korrekt und also es gibt da niemanden, der sagen würde, ist ja voll kindisch oder so eine Scheiße, aber es ist einfach ganz schön dumm, weil ich möchte einfach nicht angelabert werden auf der Straße. Und also Moment, jetzt habe ich was, jetzt habe ich mich irgendwie verquatscht. Ich möchte schon, also das heißt, ich möchte, ich habe nichts dagegen, wenn ich auf der Straße angesprochen werde. Aber was mich wirklich nervt, ist, ist, wenn Leute mich in der Schule, wenn mir Leute in der Schule hinterherlaufen und sowas. Das finde ich echt nicht cool, außer in einzelnen Fällen. Es sind bestimmt jetzt auch gerade Leute dabei, die bei mir auf der Schule sind und die Videos gucken. Also ich finde das nicht generell kacke. Einmal haben sie mich so Mädchen angesprochen und haben mir sogar so ein kleines selbstgemaltes Bild geschenkt. Das fand ich mega lieb und so. Und dagegen habe ich auch echt nichts, aber es ist einfach, es ist generell finde ich das nicht so super cool. Electric Fans? Alter, das ist ja cool. Das ist cool, das baue ich mir noch schnell, also ein paar Stück davon. So, Fans, das ist ja schnell gemacht. Okay, jetzt bin ich voll vom Thema abgekommen. Aber generell finde ich es cool, wenn ich so in einer anderen Stadt bin oder so, liebe ich das sogar, wenn mich irgendwelche Leute erkennen und ich einfach jemanden habe, mit dem ich so quatschen kann. Das ist echt super, aber es gibt halt auch diese Momente, wie gesagt, die ein bisschen, ja, wo es einfach doof ist. Wenn Leute mich anquatschen, weil ich halt einfach in dem Moment keinen Bock habe, mit jemandem zu reden, den ich halt von YouTube kenne, zum Beispiel jetzt in der Schule. Ich habe gerade gar kein Eisen, ich weiß nicht, ob der Zeronix sich da was von mir geliehen hat oder was da abgelaufen. Oh, Tin ist das nur und das ist Iron. Okay, einen von diesen elektrischen Zäunen kann ich mir machen. Und es klingelt auch gerade an der Tür. Ich denke, ich werde die Folge jetzt hier einfach beenden. Ich gehe auf Norbert und gehe mal vom Server. Und da will ich einfach sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, haut rein, ich muss zur Tür. Das war sehr chaotisch heute und bis dann. Ciao.